Vorsichtig, mein Lieblingsjacke. Oh Gott. Ich brauche eine Melonenhaarspange. Leute, ich bin so viel rumgerannt. Theresa glaubt, sie gewinnt. Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, und zwar Aria Adams. Und ich bin schon richtig gespannt, was für eine Challenge sie uns mitgebracht hat. Grüß dich. Hi. Na. So, jetzt kontrolliere ich, ob ich Staub gewischt wurde. Was? Nein. Wir gucken nicht so genau. Es wurde Staub gewischt. So, einen wunderschönen guten Tag, ihr süßen Mäuse. Ich bin die Aria. Ich freue mich sehr stark, euch alle ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe eine Challenge für euch. Ihr musstet Bilder raussuchen, die euer früheres Ich repräsentieren. Diese Bilder müsst ihr heute nachstellen. Dafür werdet ihr eine Stunde Zeit haben. Und der oder diejenige, die das am besten macht, bekommt ein Drag Queen Umstyle. Ja, das ist eure Challenge. Bevor ich euch ins Rennen schicke, gucken wir gemeinsam noch einmal eure alten Fotos an. Kommt mal zu der Mutti. Oh. Nein, wie niedlich. Pink war damals meine Lieblingsfarbe, irgendwie jetzt nicht mehr. Heute musst du das nochmal ertragen, glaube ich. Wer ist das denn nur? Sehr süß, auch mit dem Color Matching. Also schon damals Style Icon auf jeden Fall. Das typische Spiegel-Selfie, wo das Handy größer ist als das Gesicht. Ne? Aber die Schuhe sind auch toll. Hör mal. Hast du die noch? Hast du die? Im Keller. Die würde ich heute noch anziehen. Diese Röhrenjeans. Aber die Haare auch. Ne? Die tolle hier vorne. Also die will ich genauso sehen später, ne? Die Haare. Ist das süß? Das war mein erstes Mal auf dem Pferd. Das sah total beängstigt aus. Du hattest keinen Spaß an dem Tag, ne? Das Pferd hatte mehr Angst vor dir als du vor ihm. Oh nein! Und die zwei Haarspangen. Eine Melone. Die musst du dir jetzt einmal so draufkleben. So ein Stück Wassermelone. Alter, was ist das für ein Gürtel, Alter? Die Haare will ich genauso sehen. Ich setze auf eure Haare. Richtiger Styler damals gewesen. Ihr sah damals schon toll aus und ich möchte behaupten, das wird heute mindestens genauso gut aussehen, meine Lieben. Von daher, ready, set, go. Ihr habt aber jetzt eine Stunde Zeit und dann möchte ich Ergebnisse sehen. Okay, Leute, ich fange jetzt an. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit für das Outfit und das Foto. Jetzt müssen wir uns richtig beeilen, denn ich habe keine dieser Klamotten. Und jetzt muss ich mich erstmal durchfragen, ob jemand anders was für mich hat. Leute, ich muss jetzt schauen, ob Tobi das Hemd hat, das ich brauche. Ich hab das Problem. Mir fehlt aber safe noch die Hose dazu. Ja, wer hat bitte eine rote Hose? Ich brauche eine Melonenhaarspange. Ich hab sowas nicht. So, und während die Herrschaften jetzt im Stress sind, mache ich mir einen bunten. Bis später. Oh, das ist schon wieder ein Wetter hier. Ich transpiriere, ich sag's euch. Auch jetzt so ein bisschen Fitness. Nee. Lisa? Ja? Braucht die Jeans? Hier haben wir schon mal den Rock, den ich damals, glaube ich, anhatte. Ich glaube, das ist sogar derselbe Rock. Eine Oversized-Hose habe ich jetzt schon gefunden. Jetzt brauche ich noch ein rosanes Oberteil und eine Cap. Da ist die Jeans von Theresa. Perfekt. Okay, Nadine meinte, sie hat einen Pulli, eine Jacke in der Farbe. Die ist cute. Oh, die ist ja wirklich richtig rosa. Oh Gott. Leute, ich habe einfach ein rotes Hemd und eine rote Hose von Tobi bekommen. Sehr fresh. Nadine hat was für mich. Ich brauche einen Jeansrock. Please. Hey, warte, ich hatte gestern was gesehen. Was ist der jetzt? Bin ich total lost? Leute, ich bin so viel rumgerannt. Ich habe jetzt aber endlich eine Cap. Es ist zwar keine helle Cap, aber immerhin habe ich eine Cap. Mein Style hat sich auch komplett geändert. Hemden zum Beispiel habe ich damals nie getragen. Und jetzt habe ich super, super viele Hemden hier drin. Aber wieso ich keinen schwarzen Pullover habe, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt die schwarze Leggings und die rosane Jacke. Meine schwarzen Stiefel sind hier. Jetzt muss ich mir nur noch den Helm besorgen und dann bin ich auch schon durch mit meinem Outfit. Allerdings bin ich ja auf einem Pferd. Rick,
Kann ich dein Boohoo-Pulli haben? Ich werde jetzt einmal in dein Zimmer gehen. Er hat mir gesagt, ich darf das machen. Therese, hast du eine Idee, was ich mit der Klammer mache? Oh, ich habe Haarklammern. Aber nicht mit einer Melone drauf. Vielleicht kann ich das so draufkleben. Weißt du, ich mal so eine Melone und klebe sie dann drauf. Jetzt übertreib mal nicht, ich soll gewinnen. Nein, Therese glaubt, sie gewinnt. Wir haben in der Lobby ein Pferd stehen. Frag nicht warum, aber dieses Pferd steht einfach random in unserem Eingangsbereich. Aber wir haben auch Patch. Patch hat die Farbe vom Pferd. Das Pferd ist ein Pferd. Was soll ich jetzt nehmen? Ich glaube, ich mache beide Bilder und dann entscheide ich, welches besser ist. Okay, Leute, das hier ist schon mal der Rock. Ich finde den ganz cool. Yo, Leute, Tobi hat einfach 1:1 das Outfit, was ich früher anhatte. Ich habe jetzt ungefähr die Sachen an. Mir fehlt noch die Jacke. Und dann bin ich vollständig und mache das Foto. So, ich habe mein Outfit jetzt fast ready. Naja, wirklich das Outfit, das ich wollte, habe ich jetzt nicht wirklich rausgefunden. Aber sieht trotzdem nice aus. Why not? Das ist mein Outfit. Oh, das ist meine Schwierigkeitsfrage. Ich mag's. Sie ist auch schon bereit. Ich finde, wir haben beide richtig gut gemacht. Echt so, jetzt müssen wir nur gute Fotos hinkriegen. Es ist schon krass lustig, wenn ich gerade drüber nachgedacht habe, wie random das erste Pick entstanden ist, weil ein Kollege hat mich einfach so fotografiert vor so ein paar Jahren mal. Und dann habe ich halt das auf Instagram gepostet, weil ich es ganz cool fand. Und ich dachte, es hier nachzustellen, hier. Ich bin halt nicht mehr so der Fan von Rosa. Finde ich irgendwie total süß, weil das früher meine Lieblingsfarbe war. Damals hatte man auch irgendwie immer die Hosen irgendwie am Po ganz weit unten. Ganz, ganz komischer Style. Und das ist jetzt auf keinen Fall mehr so. So, Leute. Ich habe jetzt hier mein Outfit an und wir werden das so nachstellen. Mein Foto war die Tür offen. Wir haben hier diesen Stuhl mit dem weißen Polster. Im Hintergrund war noch ein Stuhl und so werden wir es jetzt auch machen. Soll ich das so lassen, diese Klammern? Sehen die cool aus oder ultra weird? Nee. Cute. Okay, Theresa und ich machen jetzt unsere Bilder. Ich glaube, einer von uns wird gewinnen. Wir haben gerade für ihn auch ein richtig nices Bild gemacht. Easy gewonnen, Alter. Einer von uns beiden hat gewonnen. Safe. Und wie findest du das Bild? Geil. Ich bin jetzt fertig mit dem Foto. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, muss ich sagen. Ich bin schon echt gespannt, was die anderen so gemacht haben. Too late, Alter. Wir gehen jetzt zu den anderen. Schauen wir mal. Ach, scheiße, die sitzen alle schon. Viel zu spät dran. Wir haben uns gerade schon gefragt, wo ihr bleibt, meine Lieben. Wir haben ja gesagt, ein Stündchen, es wird eng. Nehmen Sie Platz. Wir sind vollzählig. Ich freue mich sehr stark. Ihr habt euch in Schale geschmissen. Eure Fotos sind geschossen. Und wir wollen uns jetzt einmal das Endresultat anschauen. Und dafür kommt ihr doch mal ganz nah an die bunte Tante ran. Ich habe noch nichts gesehen und ich bin stark gespannt. Und wir gucken uns das erste Foto gemeinsam an. Also die Haare natürlich nicht ganz so fesch wie damals, ne? Aber ansonsten ist das sehr süß. Finde ich einen gelungenen Anfang. Finde ich toll. Wo kommt diese Melone jetzt plötzlich her? Ja. Kostspielige CGI am Werk, um diese Melone einzufügen. Schon allein für den Gesichtsausdruck, der 1:1 von früher, wie früher war. Also, true, true. Toll. Oh mein Gott, ich liebe alles. Das ist halt auch genau mein Humor. Oh! Das sehe ich total, ja. Das ist aber wirklich jetzt richtig identisch. Ja. Von der Pose, ne? Von der Pose. Über die Jahre nichts vom Swag verloren gegangen. Yes. Jetzt hast du noch dein Handy vor das Gesicht halten. Mm-hmm. Man sieht ein bisschen zu viel Gesicht, sonst wäre es... Und ich finde eine schöne, zeitgemäße Interpretation des Outfits. Finde ich toll. Oh mein Gott! Was? Ich liebe es. Achtet auf die Details, ich habe den Stuhl an. Der Stuhl steht auf der verkehrten Seite. Aber Respekt, sogar mit Tür im Hintergrund, das weiße Ding in der Hand, sehr nice gemacht, auf jeden Fall. Props. Es ist sehr süß. Und damit sind wir, glaube ich, sogar schon. Wir sind schon am Ende angelangt. Ich bin begeistert. Also, Applaus, Wahnsinn. Nur habt ihr mir die Wahl natürlich wahnsinnig schwer gemacht, sodass ich noch ein kleines bisschen Bedenkzeit möglicherweise brauche, um mich für einen Gewinner, eine Gewinnerin zu entscheiden. Deswegen habt ihr jetzt Zeit, während ich mir eine Gewinnerin aussuche, euch in Schale zu schmeißen und dann sehen wir uns gleich zur Verkündung wieder. Okay. Hopp, hopp, ich bin ganz sentimental hier. Sie werden so schnell erwachsen. Also Theresa ist sehr stark dabei. Ich finde aber auch von der Umsetzung her Tobi sehr originalgetreu. Aber Rick hat das auch super gemacht. Das wären jetzt so meine drei. Wobei Lucy ist mit der Grimasse dazu, ich liebe es. Also es ist,
Es ist sehr schwer, die Entscheidung. Aber ich glaube, ich habe eine gewinnende Person für mich ausmachen können. Und die werde ich jetzt verkünden. Ich raste aus. Gucken Sie sich mal an, wie gut die aussehen, meine Damen und Herren. Ich fühle mich fast ein bisschen underdressed. Ich hatte eine wahnsinnig schwierige Auswahl, denn die haben das alle ganz, ganz toll gemacht. Aber alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei. Deswegen entscheide ich mich jetzt für die Person, die gewonnen hat. Und es ist... Theresa! Du wirst morgen noch viel geiler aussehen als heute. Habt ihr großartig gemacht. Ein Applaus für euch selbst. Theresa, mein Schatz, du hast das Drag Queen Umstyling gewonnen und alles abgeräumt. Freust du dich schon ein bisschen? Ja, mega, aber ich habe tatsächlich von Anfang an gesagt, ich werde gewinnen. Deswegen, ich will jetzt nicht bescheiden sein oder so. Das ist der gesunde Spirit. Du hast sie alle hinter dir gelassen. Und ich würde sagen, wir machen es uns und vor allem dich ganz hübsch. Und es wird eine ganz lustige Aktion. Ich freue mich sehr stark drauf. Yes, ich auch. Leute, kommentiert, liked, shared das Video, abonniert den Kanal und schaltet auch wieder ein für das Umstyling. Ich bin sehr gespannt. Ich auch.